In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter Torguard genauer an. Im Jahr 2017 hatte ich mal ein Video über den Anbieter gemacht und ich war nicht wirklich überzeugt. Das hat sich jetzt geändert und ich zeige euch jetzt auch warum. Ein Hauptauswahlkriterium bei der Wahl des VPN-Anbieters ist bei mir die Geschwindigkeit. Und bei OpenVPN-Anbietern habe ich bisher immer wieder Probleme gehabt, vor allem dann, wenn meine Internetgeschwindigkeit besonders hoch ist, wird die OpenVPN-Geschwindigkeit instabil oder langsam. Ich habe einen Gigabit-Anschluss oder fast Gigabit-Anschluss und wenn ich dann eine OpenVPN-Verbindung aufbaue, schaffe ich auf einmal nur 100 Mbit pro Sekunde, obwohl die Gegenstelle eigentlich mehr können müsste. Warum das so ist, konnte ich jetzt noch nicht wirklich ergründen. Manche sagen, es wäre die MTU-Size, die habe ich aber auch schon geändert, auch das hat nicht viel geholfen. Egal, Torguard hat dafür eine Lösung und zwar das WireGuard-Protokoll. Das ist auch für Geschwindigkeiten besonders ausgelegt und das konnte es jetzt auch hier bei mir im Test beweisen. Ich konnte mich auf einen Torguard-Server mit über 600 Mbit pro Sekunde verbinden. Bei den anderen Torguard-Servern waren es immer so um die 500 Mbit pro Sekunde. In der Regel verwenden heute VPN-Anbieter immer noch Gigabit-Server, das heißt, man teilt sich die Bandbreite des Servers mit anderen Nutzern. Deshalb kann man da wahrscheinlich auch nie das volle Gigabit ausschöpfen. Bei der Geschwindigkeit kann ich bei Torguard also jetzt erstmal nur die Bestpunktzahl vergeben. Wir kommen aber später auch noch zu einem kleinen Kritikpunkt, was die Geschwindigkeit angeht. Kommen wir mal zu den Features allgemein. Es werden die interessanten Protokolle wie WireGuard und OpenVPN unterstützt. Was ich persönlich auch immer wichtig finde, ist StealthVPN. Das kann eben Firewalls umgehen, die relativ aggressiv VPNs wegblocken. Das ist vor allem in Ländern interessant, wo Zensur herrscht, wie Russland, Türkei oder China. Aber kann auch schon in öffentlichen WLANs zum Einsatz kommen. Ich hatte das mal in Europa irgendwo an einem Flughafen, dass dort ganz aggressiv weggeblockt wurde, was VPN-Verbindungen sind. Und mit diesem Stealth-VPN kann ich eben diese Sperren auch wiederum umgehen. Torguard ist auch relativ großzügig, wie viele Geräte gleichzeitig verwendet werden können. 8 Verbindungen gleichzeitig sind möglich. Das würde zum Account-Sharing zum Beispiel einladen. Hervorzuheben ist auch noch die sehr starke Verschlüsselung. Bei OpenVPN kann man die sich sogar auswählen im Client. Damit wären wir ja auch schon bei der Sicherheit. Es gibt bei dem Anbieter keinen IP-Leak, zumindest konnte ich mit meinen Tests keinen erkennen. Die schon angesprochene starke Verschlüsselung hat mir gefallen. Und es gibt einen Kill-Switch, der dafür sorgt, dass die Verbindung getrennt wird oder dass gar keine Internetverbindung versteht, sollte es mal zu einem Disconnect der VPN-Verbindung kommen. Der Anbieter selbst sagt auch, dass er keine Logs speichert. Da muss man sich halt drauf verlassen, wie bei jedem anderen VPN-Anbieter auch. Kommen wir jetzt noch zur schon angekündigten Kritik. In der Windows-Software hätte ich gerne gesehen, wie die Auslastung der einzelnen Server ist. Das geht leider nicht. Hier ist ein Screenshot der Software. Man sieht halt die Server aufgelistet, hinten das Logo von WireGuard. Aber wie stark die jetzt ausgelastet sind, sehe ich da nicht. Oben kann man sogar sortieren nach der Auslastung oder nach Usage, was auch immer genau das dann bedeuten soll. Ob dann jetzt oben die stehen, die stark ausgelastet sind oder unten die, die weniger ausgelastet sind, keine Ahnung. Also das finde ich intransparent. Das hätte man bei jedem Server dazu schreiben müssen, wie stark ausgelastet der gerade ist. Ja, kommen wir zu den Preisen bei Torguard. Die regulären Preise, die auf der Webseite stehen, die sind für den Vergleich kaum geeignet, denn es kursieren so viele Voucher im Netz, zum Beispiel auch einer von mir. Wenn ihr meinen benutzen möchtet, dann würde ich auch ein bisschen Affiliate verdienen. Das wäre der Voucher Useful with 50 und der halbiert die Preise komplett und zwar nicht nur einmalig für den jetzigen Kauf, sondern auch für zukünftige Käufe. Ich selbst habe mir zum Beispiel das 2-Jahres-Angebot gekauft und damit kann ich den Preis von $100 auf $50 drücken, also wenn ich den Voucher natürlich eingebe. Und wenn ich das dann mal auf einen Monat umrechne, zahle ich nur noch $2 im Monat. So, da kann ich also bei den Preisen nicht wirklich meckern. Vor allem für das, was man geboten bekommt, sind die Preise absolut fair. Einen detaillierteren Test habe ich auf meiner Homepage veröffentlicht. Den habe ich euch auch in der Infokarte verlinkt. Da könnt ihr mal abspringen und euch auch das Testergebnis insgesamt angucken. Ich kann jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann, Torguard erstmal empfehlen. Die Geschwindigkeit passt, die Features passen. Das Einzige, was ich kritisieren konnte, ja, ist ja auf sehr hohem Niveau einfach die fehlende Geschwindigkeitsanzeige in der Software. Falls ihr euch jetzt für einen Kauf entscheidet, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Voucher benutzt, dann kriege ich ein bisschen was vom Kauf ab oder meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung und ich wünsche euch dann viel Spaß mit Torguard.